Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft, einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das EEG, ganz konkret um das Herausfinden der aktuellen Einspeisevergütung, die ich mit meiner Anlage zum Beispiel erreichen könnte. Weil das nicht immer so offensichtlich im EEG steht, müssen wir das mal finden. Und wie im Einstiegsvideo zum EEG 2023 versprochen, will ich ein bisschen helfen, mit den diversen Dokumenten umgehen zu können. Wir beginnen dabei jetzt mal mit ein bisschen Fachpresse. Die ZFK, wie auch viele, viele andere, auch ganz normale News-Seiten haben darüber gesprochen, dass erste EEG-Regelungen jetzt bereits in Kraft treten und nicht erst zum Jahreswechsel. Ne? Zum Beispiel mehr Geld für PV-Anlagen. Aha, interessant. Viele der Regelungen kommen erst zum Jahreswechsel, deswegen ja auch EEG 2023. Aber für PV-Anlagenbetreiber kann jetzt schon etwas Freudiges kommen. Hier vom 29.07. Und dann steht hier nämlich zum Beispiel, na, Samstag, 30. Juli 2022 steigt die Vergütung für PV-Dachanlagen. So können zum Beispiel bis zu 13,4 Cent für Solaranlagen hier rauskommen. Und auch noch weitere interessante Punkte, wie hier Netzanschluss erleichtert, erneuerbare Energien sind im überragenden öffentlichen Interesse, deswegen bürokratisch in Abwägungsentscheidungen eher positiv, bla bla. Alles weitere auch gerade wegen der beihilferechtlichen Genehmigung erst zum Jahreswechsel. Na gut, aber wir wollen jetzt mal rausfinden, wo stehen diese 13,4 Cent und wie kommen wir dorthin und wie können wir das nochmal abgleichen für unsere Anlagen, für unser Projekt. Dann gehen wir auf das EEG. Ja, zum Beispiel Gesetze im Internet.de. Jetzt steht hier noch EEG 2021 im Titel, wie ihr sehen könnt, aber das ist jetzt hier schon die aktualisierte Version. Keine Sorge. Wenn ihr die Seite schon kennt, wisst ihr auch, wenn man so ranzoomt, dann wird hier nicht wirklich mehr lesbar, sondern eher das Layout ist völlig kaputt. Also habe ich jetzt hier mal die PDF genommen. So. Ihr seht auch hier, wenn da noch 2021 steht, trotzdem haben wir zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 geändert. Das heißt, das ist tatsächlich unsere aktuelle Variante. 165 Seiten kann man sich auch ausdrucken und unter das Kopfkissen legen, aber man kann auch sich das sparen und lieber Papier andersweitig verwenden. Das beginnt dann erstmal mit diversen Fußnoten und ihr seht viel, viel, viel Bürokratie, weil das EEG halt auch wirklich ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Wenn ihr auf Seite 4 angekommen sind und dann unten sind, auf Seite 4 unten, beginnt das Inhaltsverzeichnis. Und dann sehen wir so, ja so Grundlegendes für Beginn, dann so diverse Rahmeninformationen zur Vermarktung, ne, Marktprämie, Einspeisevergütung, Mieterstromzuschlag. Das sind aber mehr noch die, na, wie hier steht, Arten des Zahlungsanspruchs. Da wird also beschrieben, wie die funktionieren. Kann man weiter scrollen, 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 scrollen. Und wir kommen dann irgendwann hier zum Paragraph 48 unter anzuliegende Werte, ne, gesetzliche Bestimmung der Zahlung. Ja, wenn wir dann zu 48 kommen, sehen wir solare Strahlungsenergie. Das ist also PV, wie wir es gerne hätten. Dann suchen wir das doch mal. Paragraph 48. Ja, jetzt bin ich schon dran vorbei. Hätte ich mir vorher mal die Seite vielleicht aufgeschrieben, wäre das gerade einfach. Ah, okay, hier sind wir gerade bei der 44. Jetzt nur noch mal runterscrollen. Immer noch 44. Ich will aber schon mal spoilern. So, jetzt sind wir hier bei der solaren Strahlungsenergie. Da steht jetzt was von 6,01 Cent. Hier steht nichts von 13,4. Auch hier steht 8,56. Für die kleinen Anlagen. Irgendwie ist das nicht ganz zufriedenstellend. Warum? Es steht nicht im Paragraph 48. Ah, EEG. Wunder der Bürokratie, es ist nicht einfach zu durchschauen. Wir gehen also wieder runter in das Inhaltsverzeichnis oder zurück ins Inhaltsverzeichnis und müssen scrollen, 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 bis wir ankommen bei Paragraph 100, allgemeine Übergangsbestimmungen. Abschnitt 3, Übergangsbestimmungen und dann allgemeine Übergangsbestimmungen. Huiuiui. Hier finden wir dann auch die diversen Anlagen, die vielleicht noch interessant sein könnten, aber okay. Wir wollen Paragraph 100. Also scrollen wir mal ein gutes Stück weiter runter. 88, 96, 99a, perfekt. Übergangsbestimmungen, 100, allgemeine. Alles klar. Hier haben wir jetzt wieder Absätze, ne? Absatz 1, Absatz 2, diverse Rahmeninformationen. Aber nein, wir wollen weiter. Absatz 14. Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder an Lärmschutzwand angebracht, also Dachanlagen, sage ich mal,
und nach dem 29. Juli in Betrieb genommen worden sind, hier kommt dieser 30. Juli her. Alles klar. Beträgt der anzulegende Wert abweichend von § 48, wo wir ja gerade noch waren. Bis einschließlich einer Installationsleistung von 10 Kilowatt, das sind kleine Dachanlagen, 8,6 Cent pro Kilowattstunde. 8,6 merken wir uns mal. Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten in einem Kalenderjahr in der Anlage erzeugten Strom mit Ausnahme des, ich sag mal, Eigenverbrauchs in das Netz eingespeist und dies mitgeteilt hat, erhöht sich der anzulegende Wert nach Satz 1 bei einschließlich 10 Kilowatt um 4,8 Cent. 8,6 plus 4,8 ergibt 13,4. Das ist es, das ist der Weg. Also ich muss tatsächlich ein bisschen komplexer mich mit diesen Dokumenten beschäftigen, wenn ich selbst interpretieren will, wo meine Informationen liegen, die für mich eigentlich entscheidend sind. Und das ist genau das Kerndilemma des EEG. Es ist überhaupt nicht übersichtlich, das geht gar nicht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es irgendwann mal wieder entschlackt wäre und geradlinig und klar verständlich auch für jeden normalen Menschen. Also, auf diesem Weg finden wir unsere Informationen. Neben den typischen Paragraphen, die man vielleicht auch schon so im Hinterkopf hat, gibt es hier Übergangsbestimmungen, in denen wir relevante Informationen für jetzt gerade die Zeit ab Ende Juli 22 finden. Hier ist noch viel, viel mehr. Ne? Also da kann man so auch so durchscrollen, bla 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 bla. Jede Menge weitere Informationen. 165 Seiten, ja, super. Okay, also das ist das Dilemma am EEG. Wir müssen tatsächlich damit arbeiten, dass das weiterhin überhaupt nicht gut verständlich ist und überhaupt nicht übersichtlich ist. Aber irgendwie muss man damit arbeiten. Okay, das war so ein erster Schritt, wie wir zum Beispiel diese Informationen jetzt rausfischen konnten aus dieser Unübersichtlichkeit. Wir werden das noch weiter durcharbeiten. Wenn ihr konkrete Informationen wollt, konkret mal kompakt 2 Stunden auch einfach ein schnelles Kurzseminar haben wollt, wir verlinken unten auf n1.de unsere Veranstaltungen. Zum Beispiel jetzt noch am 3. August machen wir 2 Stunden von 10 bis 12 Uhr, wo wir über das EEG jetzt nach dem Beschluss im Bundestag sprechen wollen. Einfach immer so ein paar aktuelle Informationen ganz kompakt mal rüberbringen. Und schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist nicht uninteressant. Ihr könnt euch da ein Ticket in unserem Online-Shop kaufen für 97 Euro brutto. Gibt es da 2 Stunden sehr kompakte Informationen zum EEG. Genau das gleiche machen wir auch für andere Veranstaltungen, ne, Smart Metering und Marktkommunikation zum Beispiel. Einfach mal nachschauen auf unserem Lernportal. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches zum EEG, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.